Ja, Mannheim, das war heute auch ein Ort, von dem aus man ins All geblickt hatte. Dazu gleich mehr. Aber jetzt erstmal stellen wir uns folgendes Szenario vor. Es ist Nacht und wir alle schauen irgendwo nach oben in einen richtig dunklen Flecken am Himmel oder machen das auch mit einem Teleskop. Also mit allen Teleskopen, die wir irgendwie gerade zur Verfügung haben. Und das ist es, was wir sehen. Nämlich nichts. Schwarz. Und das ist es, was das James Webb Teleskop sehen kann. Das nämlich blickt in Ecken in unserem Universum, in die vorher noch kein anderes Teleskop hat blicken können. Das Planetarium in Mannheim war nämlich einer der auserwählten Orte, der das heute live präsentieren durfte. Das sind die bisher tiefsten und schärfsten Aufnahmen des Universums. Bilder, die vorher gar nicht möglich waren, weil normale Teleskope eben das langwellige Licht nicht wahrnehmen können. Und das James Webb Teleskop hingegen, das kann's. Mehr als 20 Jahre hat die Entwicklung gedauert und 10 Milliarden Dollar verschlungen. Es soll aber Bilder und Messdaten aus der Zeit kurz nach dem Urknall liefern, also als sich das Universum mit seinen Galaxien formte. Viel Spannung und Vorfreude auf den heutigen Tag, aber natürlich auch auf das, was noch kommt. Johanna Scherdl hat nachgefragt. Das Planetarium wurde als einer der Orte ausgewählt, an dem man die ersten Bilder des James Webb Weltraumteleskops präsentieren darf. Wir sprechen heute darüber mit Herrn Dr. Christian Theiss. Hallo Herr Theiss. Guten Tag. Was haben Sie heute Morgen gedacht, als Sie die ersten Bilder gesehen haben? Ja, man kann eigentlich nur amerikanisch wow sagen. Ich war wirklich geflasht von dem fantastischen Bild, das uns da präsentiert wurde und das eben auch die extrem hohe Qualität des James Webb Teleskops zeigt. Was ist das Besondere an dem James-Webb-Teleskop und was kann es, was das Hubble nicht konnte? Ja, das ganz Besondere am James-Webb-Teleskop ist erst einmal, dass es einfach aufgrund seiner Position und Größe einfach sehr viel mehr Licht sammeln kann als das Hubble-Weltraumteleskop. Also diese Größe spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ein zweiter Aspekt, der anders ist als beim Hubble-Weltraumteleskop, ist der Lichtbereich, für den das James-Webb-Teleskop empfindlich ist. Das ist der Infrarotbereich. Und damit kann man sozusagen ganz andere Bereiche erforschen, als es das Hubble-Weltraumteleskop konnte, das ein bisschen ins Infrarote reinguckt, aber eben nicht in dieser Art und Weise und nicht in dieser Größe. Es heißt, dass es die Bilder kurz nach der Geburt des Universums schon aufnehmen konnte. Ist das denn jetzt schon so? Ja, das ist in der Tat schon so. Das liegt natürlich ganz wesentlich daran, dass vieles von dem Licht, das damals ausgesandt worden ist, eben heute im infraroten Bereich eben zu sehen ist. Und dafür ist eben das James-Webb-Teleskop außerordentlich gut vorbereitet. Und die erste Aufnahme, die wir gesehen haben, zeigt eigentlich schon einen sehr, sehr tiefen Blick ins Universum, wo man eigentlich sehr viele Galaxien aus der ersten Geburtsminute der Galaxien zumindest sieht. Was waren denn die Schwierigkeiten bei der Mission? Ja, die Mission hat schon ziemlich lang gedauert, begann ja eigentlich schon mit den ersten Ideen in den 90er Jahren. Und wir sehen, dass das also doch deutlich über 20 Jahre gedauert hat, bis das Teleskop jetzt im Einsatz ist. Das war natürlich auch relativ teuer. Die Finanzmittel mussten da auch entsprechend zusammengefunden werden. Aber letztendlich hat es doch geklappt, dass man all diese technischen Schwierigkeiten dann gelöst hat und umsetzen konnte. Die Hauptschwierigkeit aus meiner Sicht war eigentlich die Größe des Teleskops. Das Teleskop ist nämlich sehr viel größer als eigentlich das, was so ohne weiteres am Stück in eine Rakete reinpasst. Man musste also das Teleskop zusammenfalten und dann im Weltraum wieder ausfalten. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig. Man muss sich das vorstellen, dass der Start, da wird wirklich die Rakete massiv durcheinander geschüttelt und auch die ganzen Gerätschaften. Und da gab es natürlich viele Möglichkeiten, wo eventuell etwas hätte schief gehen können. Und umso froher waren dann die Astronomen, als sich die ganzen Sonnensegel und auch diese Schutzsegel gegenüber der Sonnenstrahlung sich dann entsprechend ausgefaltet haben und alles jetzt perfekt funktioniert. Vielen Dank, Herr Dr. Theiss. Dankeschön. Gerne.